Hallo zusammen, heute machen wir den ersehnten Blick, wie hat sich unser Depot nach mittlerweile knapp einem halben Jahr entwickelt, wo stehen wir, wie viel haben wir momentan investiert und wie viele Verluste müssen wir leider aktuell hinnehmen. Ja, wir haben hier die Ansicht schon auf Max umgestellt, das heißt der gesamte Zeitraum. Der kleine Einbruch hier, das war im April, als wir umgeschichtet haben, nicht weiter schlimm. Nach der Umschichtung haben wir aber auch schon gesehen, dass wir prozentual absolut uns natürlich ein bisschen verschoben haben. Und von daher haben wir hier aktuell eine Summe von 2,608 Millionen Euro mit einem Verlust von 32.000 Euro gesamt. Jetzt ist diese Zahl natürlich nicht ganz so aussagekräftig und wir sind sehr dankbar, dass GetQuinn auch dafür ein sehr, sehr gutes Feedback oder ein Feature liefert, und zwar den Tab Performance mit der Gesamtrendite. Die Gesamtrendite, die hier steht mit plus 165.000 Euro, ist schon zielführender, allerdings auch noch nicht ganz richtig. Deswegen machen wir diesen Tab hier einmal auf und schauen mal genau rein, was hier drin steht. Ich fange jetzt dabei nicht von oben an, sondern fange mit dem realisierten Gewinn hier an. Das war der Gewinn, den wir von der ExxonMobil-Position verkauft haben. Wir haben ja hier ExxonMobil komplett verkauft und dreimal 100.000 Euro neu investiert. Und mit der Initialinvestment bei ja, 250.000 Euro, mit dem Verkauf von 370.000 Euro, haben wir hier zunächst einmal 120.000 Euro Gewinn gemacht. Hier haben wir dann anstatt 250.000 Euro 300.000 Euro investiert. Das heißt, es sind noch 70.000 Euro übrig geblieben. Abzüglich den ganzen Steuern waren noch so um die 30.000 Euro übrig. Die haben wir dann in den MSCI World ETF gepackt. Ebenfalls die Dividenden mit 75.000 Euro. Das sind nicht die Dividenden, die wir bis heute bekommen haben, sondern das sind alle Dividenden, die momentan in GetQuinn hinterlegt sind, die von Unternehmen angekündigt sind. Wie ihr in dem letzten Video gesehen habt, ist zum Beispiel Realty Income aktuell noch nicht angekündigt. Dafür sind schon ja, Dividenden, lasst uns einmal runtergucken, wie Total zum Beispiel für den Monat Oktober angekündigt. Also hier ist die Zahl ein bisschen verwirrend. Wir hatten Ende Mai Gesamtdividenden von 56.000 Euro. So. Also, wo stehen wir momentan? Wir haben ein gesamtinvestiertes Kapital von 2,64 Millionen Euro. Abzüglich den knapp 30.000 Euro Kursverlusten kommen wir auf den momentanen Wert von 2,61 Millionen, ganz grob gesagt. Das heißt, wir haben hier im ersten halben Jahr Verluste gemacht, trotz Kursgewinnen, die wir auch realisiert haben, und knapp ja, 60.000 Euro an Dividenden, die wir bekommen haben. Heißt natürlich, dass die Kurse im Umkehrschluss wesentlich negativer liefen als ja, eigentlich angenommen. Aber wir hatten es schon mal in einem Video erwähnt, dass wir langfristig investieren. Klar, wir machen so ein bisschen Stockpicking, wir versuchen schon ein bisschen an den Markt zu orientieren, gehen dabei auch die Einschränkung hin, dass wir einen regelmäßigen Cashflow haben möchten. Dennoch lässt sich die Performance in Anführungszeichen sehen, da wir sehr schwierige Monate gesehen haben. Wir hatten nach wie vor das Thema mit der Pandemie, nach wie vor diesen Konflikt Russland-Ukraine und Lieferkettenschwierigkeiten und ja, noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Das waren nur mal die großen. Und wenn wir unsere Performance jetzt mit minus 1% gegen den MSCI World vergleichen würden, das machen wir in dem Video nicht, aber glaubt uns, wir würden wesentlich besser abschneiden. Darauf sind wir nicht stolz. Klar freuen wir uns natürlich, dass sich die Arbeit auch ein bisschen gelohnt hat. Das sehen viele erstmal nicht. Das sehen auch wir teilweise nicht, wenn wir ins Depot gucken und uns nur die Zahlen anschauen. Es ist auch nur eine Momentaufnahme, jetzt ein Zeitraum von knapp einem halben Jahr. Das kann auf 2, 3 Jahre komplett anders aussehen. Aber daher betreiben wir den Aufwand. Wir informieren uns über die Unternehmen, die wir im Depot haben und auch über die Unternehmen, die wir auf der Watchlist haben. Die Watchlist solltet ihr mittlerweile auch schon kennen. Das sind so ein paar Unternehmen, die wir momentan spannend finden. Es ist auch schon wieder eins dazugekommen. Genau, also wir sind nach wie vor dran, informieren uns. Wir werden auch in Zukunft wahrscheinlich so in den nächsten Monat schon ein, zwei Updates zu Käufen und Verkäufen tätigen. Wir hatten es jetzt langsam ja schon oft erwähnt. Industry Properties wird verkleinert. Das gewiss, also das können wir euch jetzt schon mal versprechen. Wir wissen mittlerweile eigentlich auch, worin wir umschichten wollen. Hier warten wir noch so auf einen kleinen Kurs, den wir mit der Technikanalyse ermittelt haben. Wir hoffen, dass wir den sehen. Ansonsten, ja, wir wollen euch nicht zu viel versprechen, aber eigentlich sollten wir, also wir sind kurz vor dem Kurs. Und dann teilen wir das Ganze natürlich nochmal mit euch, wo wir hier umgeschichtet haben und auch die Gründe, warum und warum wir auch die Einstiegspunkte so gewählt haben, wie wir sie gewählt haben. Also, das soll es gewesen sein. Wir sind bei minus 28.000 Euro innerhalb von den ersten 6 Monaten in 2022. Für uns voll okay. Den MSCI World haben wir geschlagen, den S&P 500 haben wir geschlagen.
Ja, kleiner Spaß an der Stelle, weil wirklich momentan alles schlecht lief. Aber wir sind ein bisschen zufrieden, dass sich die Arbeit, wie gesagt, auch auszahlt. Das war's mal wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr neben dem Abonnieren-Button auch gerne einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar da lasst, wenn ihr ein Feedback habt. Wir nehmen super gerne Feedback an. Konstruktive Kritik, nur Kritik, damit tun wir uns manchmal ein bisschen schwer. Aber auch gerne Wünsche, was ihr als nächstes sehen wollt. Die kommen immer wieder in den Kommentaren. Da versuchen wir wirklich regelmäßig und auch fast am selben Tag drauf einzugehen. Deswegen schreibt uns gerne was unten rein. Und wenn ihr einer der ersten Personen sein wollt, die die Videos sehen, dann tippt auch gerne auf die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video mehr innerhalb von den ersten Minuten. Würde uns sehr freuen. Und jetzt bis zum nächsten Mal.